Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 184. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du weißt, es gibt Dinge, die gegen uns kämpfen. In unserem persönlichen Leben von außen und von innen. Und Herr, wir möchten dagegen widerstehen. Wir möchten in deiner Kraft überwinder sein, dagegen ankämpfen. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir... Von deinem Geist erfüllt werden, es richtig verstehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose 26, bei der erneuten Volkszählung, der Zählung, der Musterung aller werfigen Männer Israels, 40 Jahre nach der ersten Zählung. In Vers 26 heißt es: Die Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern waren Seret, von ihm kommt das Geschlecht der Serediter, Elon, von ihm kommt das Geschlecht der Eloniter. Yachleel, von ihm kommt das Geschlecht der Yachleeliter. Das sind die Geschlechter der Sebuloniter. Die Zahl ihrer Gemusterten betrug 60.500. Auch hier ein leichter Zuwachs um über 3000 Personen. Die Söhne Josefs nach ihren Geschlechtern waren Manasse und Ephraim. Die Söhne Manasses waren Machir, von ihm kommt das Geschlecht der Machiriter. Und Machir zeugte den Gilead. Von ihm kommt das Geschlecht der Gileaditer. Das sind aber die Söhne Gileads. Jesa, von ihm kommt das Geschlecht der Jeseriter. Helek, von ihm kommt das Geschlecht der Helekiter. Asriel, von ihm kommt das Geschlecht der Asrieliter. Sichem, von ihm kommt das Geschlecht der Sichemiter. Schemida, von ihm kommt das Geschlecht der Chemidaiter, Hefer, von ihm kommt das Geschlecht der Heferiter. Zilophrat, aber der Sohn Hefers hatte keine Söhne, sondern Töchter. Und die Töchter Zilophrats hießen Machla, Noah, Hogla, Milka und Zirza. Das sind die Geschlechter Manasses. Die Zahl ihrer Gemusterten betrug 52.700, ein ganz gewaltiger Zuwachs, mehr als 20.000 mehr als 40 Jahre zuvor. Interessant ist hier, dass entgegen der sonstigen Listen Manasse und Ephraim hier vertauscht worden sind, vielleicht deswegen, weil Manasse so wahnsinnig gewachsen war. Wäre vielleicht eine mögliche Erklärung. Die Söhne Ephraims nach ihren Geschlechtern waren Schutelach von ihm kommt das Geschlecht der Schudelachiter, Becher, von ihm kommt das Geschlecht der Becheriter, Tachan, von ihm kommt das Geschlecht der Tachaniter. Und die Söhne Schudelachs waren Ehren, von ihm kommt das Geschlecht der Eraniter, das sind die Geschlechter der Söhne Ephraims. Die Zahl ihrer Gemusterten betrug 32.500, das sind die Söhne Josephs nach ihren Geschlechtern. Die Ephraimiter waren deutlich geschrumpft um 8.000 äh, werfige Männer. Die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern waren Bela. Von ihm kommt das Geschlecht der Belaiter. Aschbel. Von ihm kommt das Geschlecht der Aschbeliter. Achiram. Von ihm kommt das Geschlecht der Achiramiter. Shefufam. Von ihm kommt das Geschlecht der Schufamiter. Hufam. Von ihm kommt das Geschlecht der Hufamiter. Die Söhne Belas aber waren Art und Naeman. Von Art kommt das Geschlecht der Arditer. Und von Naemann das Geschlecht der Naemaniter. Das sind die Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 45.600. Ein ganz deutlicher äh, Zuwachs von mehr als 10.000 Mann gegenüber der ersten Volkszählung. Die Söhne Danes nach ihren Geschlechtern waren Schucham. Von ihm kommt das Geschlecht der Schuchamiter. Das sind die Geschlechter Danes nach ihren Familien. Und alle Geschlechter der Schuchamiter, so viele von ihnen gemustert wurden, beliefen sich auf 64.400. Ein leichter Zuwachs ähm, von knapp 2.000 Mann. Die Söhne Assers nach ihren Geschlechtern waren Jimna. Von ihm kommt das Geschlecht der Jimnaiter. Jeschwi, von ihm kommt das Geschlecht der Jeschwiter. Beria, von ihm kommt das Geschlecht der Beriiter. Aber die Söhne Berias waren Heber, von ihm kommt das Geschlecht der Heberiter. Malchiel, von ihm kommt das Geschlecht der Malchieliter. Und die Tochter Assers hieß Serach. Das sind die Geschlechter der Söhne Assers. Die Zahl ihrer Gemusterten betrug 53.400, auch hier mehr als 10.000 Männer mehr. Die Söhne Naphtalis nach ihren Geschlechtern waren Yachtzeel. Von ihm kommt das Geschlecht der Yachtzeeliter. Guni. Von ihm kommt das Geschlecht der Guniter. Jezer. Von ihm kommt das Geschlecht der Jezeriter. Schillem. Von ihm kommt das Geschlecht der Schillemiter. Das sind die Geschlechter Naphtalis nach ihren Familien. Und die Zahl ihrer Gemusterten betrug 45.408.000 Mann weniger als zuvor. Das sind die Gemusterten der Kinder Israels, 601.730. Wir hatten gesehen, dass einige Stämme sehr stark zugewachsen hatten, andere sehr stark eingebrochen waren, zahlenmäßig andere waren ungefähr gleich geblieben. In der Gesamtsumme hatte sich nur wenig verändert. Weniger als 2.000 Mann äh, waren es jetzt weniger. Ungefähr wieder etwas mehr als 600.000 wehrfähige Männer, also Soldaten. Und der Herr redete zu Mose und sprach, diesem soll das Land zum Erbe ausgeteilt werden, nach der Anzahl der Namen. Denn die zahlreich sind, sollst du denen, die zahlreich sind, sollst du ein größeres Erbteil geben, und denen, die wenige sind, sollst du ein kleineres Erbteil geben. Jedem Stamm soll man sein Erbteil geben, nach der Zahl seiner Gemusterten. Doch da soll das Land durch das Los verteilt werden. Nach dem Namen der Stämme ihrer Väter sollen sie ihr Erbteil empfangen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel. Danke, dass du deine dein Volk bewahrst. Du hast die Israeliten 40 Jahre lang in der Wüste bewahrt. Noch nach 40 Jahren hatten sie nichts wirklich an ihrer Kampfkraft eingebüßt. Und Herr, so ändern sich die Zeiten in unserem Leben in unserer Gemeinde, aber du kannst deine Gemeinde bewahren, dass sie weiterhin die gleiche Kampfkraft geistlich hat wie vor Jahrzehnten. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.